Willkommen zurück zur 40. Folge des Let's Play Civilization 3. In der letzten Folge haben wir das Spiel gewonnen. Ah ja, und ich spiele trotzdem weiter. Ja, ich spiele weiter, weil ich euch noch etwas zeigen wollte. Einerseits hatte ich noch die kleine Challenge für mich selbst, dass alle Städte zumindest auf meinem Kontinent mit Schienen verbunden sind, sodass eben Pollution schnell gereinigt werden kann. Und andererseits wollte ich euch gerne noch zeigen, wie man... Ups. Wie man ein Raumschiff baut und den Space Flight Sieg quasi erringt. Ja, das ist der Plan. Und von daher werde ich noch ein wenig weiterspielen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann noch einen weiteren Splash-Screen gibt. Ja, wenn man das gewinnt. Mal gucken. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Gleisen zu verlegen. Dabei bin ich gerade voll dabei. Da gibt es ja durchaus noch ein bisschen zu tun. Hier ist auch eine Mech-Infanterie fertig geworden, aber es kann direkt auch die nächste gebaut werden. Und mit dieser bisherigen Infanterie werde ich das machen, was ich immer mache, und zwar diese Infanterie verlegen in einen Bereich, wo es eben noch nicht normal ist, dass man da so gute Einheiten hat. Ist auch eine Mech-Infanterie fertig. Ich muss gelegentlich noch mal gucken. Joa, ich könnte ja jetzt hier in United Nations bauen. Mach ich auch einfach, weil den Sieg habe ich jetzt eh errungen. Dann kann ich eben. Ich weiß gar nicht, ob es einen weiteren Splash-Screen gibt. Habe ich ja gerade schon angekündigt. Ich weiß einerseits nicht, ob es einen weiteren Splash-Screen gibt für den Space-Sieg, wenn das Raumschiff fertig ist. Und mit United Nations, wenn das fertig ist, wird normalerweise der Bündnissieg getriggert. Und das weiß ich eben auch nicht, ob das nochmal getriggert wird. Na, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal noch, wo wir die Mech-Infanterie abstellen. Oh ja, hier. Es wuseln immer noch sehr viele Arbeiter. Trotz dessen, dass ich jetzt hier so gut 10 bis 20 Arbeiter freigemacht habe, die nur Schienen bauen, wo ich sogar manuell Schienen baue. Oh ja, hier kann ich den auch mal disbanden. Einmal Civil Disorder in Königsberg. Hier ist eine Factory fertig.
Mal gleich das Solar Plant anschließen. Da ist eine Library fertig. Werden wir gleich, keine Ahnung, irgendwas anschließen. Zum Beispiel eine Factory. Grow Zero ist ein bisschen ungünstig mit dem, mit den Städten mitten im Eis. Ja, bitte. Aquädukt ist super. Auch hier super. Auch hier super. Yes. Okay, Kohlegrube. Nee, Quatsch hier. Königsberg, genau. Und schon erledigt. Mach mal einfach weiter. Du bitte auch. Okay, der hat jetzt hier schon ein paar Schienen gebaut. Wir wollen jetzt alle Stealth-Bomber bauen. Da so. Ah, hier ist alles verseucht. Oh, da habe ich mich sogar verbaut. Wenn der Modern Armor fertig ist, die schicke ich dann direkt wieder nach zum Übersetzen. Contin, Contin. We need to disband, yes. Ah, nur noch eine Runde für die Fabrik. Gewusel. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu dem Gewusel. Außer es findet statt. Da ist auch... Nee, das ist eine McInfantry. Ist ein Pikeman gelandet. Dann wird die Cavalry frei.
Oh, die wollen eine weitere Stadt bauen. Schau an, schau an. Und hier sind wir angekommen. Können alle anloaden und wieder zurückfahren, um die nächste Ladung zu holen. Nein, die kann ich jetzt hier verteilen. Und hier unten. Und die Runde ist zu Ende. Yes, we will move our troops. Disorder in Berlin. Da ist ein Recycling Center fertig. Aber noch keine Fabrik gebaut. Na dann. Das Apollo-Programm ist fertig. Na schick. Da ist es am Start. Wir bauen eine Rakete und sind jetzt in der Lage, das Spaceship zu beginnen. Und da werden wir das auch gleich sehen, und dass wir hier lauter neue Module bauen können. Ja. Und diese Module setzen sich dann zu dem Raumschiff zusammen, was wir bauen können. Aber ich mache das jetzt noch nicht. Ich baue erstmal noch so ein paar Mech-Infanterien. Vielleicht für so ein paar Runden. So, um alle Städte hier auf dem Kontinent noch irgendwie so grob auszustatten. So, jetzt habe ich voll verpeilt, was hier gerade fertig gebaut wurde. Naja. Irgendwas halt. Oh, Offshore-Plattform war ja auch schick. Disorder in Jena. Berlin und Jena sind betroffen. Gleich mal beheben. Jena sieht doch auch schon ganz gut aus. Jena hat ja mal angefangen als Stadt mitten im, ja, mitten im, what should I say, im Dschungel. Ja. Wie Würzburg auch, hat ja auch als Stadt mitten im Dschungel angefangen. Hat zumindest die ganzen Sektoren, die bewirtschaftet werden, die wurden von den Arbeitern schon fertiggestellt. In den sonstigen Bereichen ist immer noch Dschungel vorhanden. Okay, sieht doch alles schon sehr gut aus. Wir bauen weiter Mech Infantry. Was haben wir hier noch zu tun? Ah, hier sind noch Kavallerien in den Städten. Du kannst mal hier die Verbindung
Ups, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich da irgendwas mit der Einheit gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Ja, dann lasse ich den das eben machen. Mehr davon. Mehr Mech Infantry. Gut, wo geht's weiter? Vielleicht eine Straßenanbindung nach hier so. Diese Lounge-Musik. Oh, Würzburg hat gar keine Verteidigung. Na, das haben wir jetzt geändert. Da war natürlich die Mech Infantry auch schon instant da, weil ja die Eisenbahnstrecken hier unten schon ganz gut verlegt sind. Gewuseldusel. Potsdam kommt mir ein wenig eingequetscht vor. Und die Runde ist zu Ende. Facturing Plant fertig geworden. Das sieht doch gut aus. Dann als nächstes mal die Geschichten mit dem Recycling Center und dem Mass Transit System. Das ist ein Recycling Center fertig geworden. Und auch sonst ist hier schon alles fertig. Ja, dann werden wir mal auch hier die Mech Infantry angehen. Wir switchen immediately. Ist das Hospital gerade fertig. Jetzt werde ich auch direkt mal eine Factory bauen. Hier wird auch immediately geswitcht. Da ist die Factory gerade fertig. Dann gleich die Solar Plant anschließen. Civil Disorder in Düsseldorf.
Hier switchen wir auch mal wieder immediately. Oh ja. Und Kiel. Nee, hier müssen wir das Courthouse erst completen. Hier können wir gleich switchen. Eieiei, das dauert ja noch ewig. Ja, dann switchen wir mal. Ah, nee. Smart Weapons sind fertig. Brückentechnologie. Weiter so. Eine Quelle Uran ist versiegt. Köln. Und Köln. In Köln und Düsseldorf. Köln und Düsseldorf ist ja. Ja, wo liegt Köln? In Köln und Düsseldorf gibt's Unruhen. Ist denn schon wieder Karneval? Wo liegt denn Köln? Also Cologne liegt, glaube ich, irgendwo hier, aber Köln. Mach du mal hier auch Aquädukt. Ach so, brauchst du ja gar nicht. Du hast ja viel Cooleres am Bauen. Ja, dann mach halt irgendwie Fabrik oder so. Kannst du noch nicht. Hospital. Ist doch jetzt ganz gut verteidigt. Muss ich mich mal darum kümmern, dass hier auch Libraries gebaut werden. Das ist ja irgendwie auch wichtig. Ah, Kiel, nicht Köln. Naja. Immer eine Handbreit Wasser unterm Köln. Ja. Ja, ich würde ja gerne fertigstellen, aber... ich bin zu arm. Ich bin zu arm. Aber es sieht schon ganz gut aus, jetzt wo die Arbeiter hier sind. Ah, da wird schon werden. Oh, hier geht's auch voran. Bei Augsburg. Wer hätte das gedacht, dass sich da nochmal was tut? Gut. Hier ist schon alles angebunden. Grenoble vielleicht. Straße. Oh, wieder eine Mech Infantry fertig. Die kommt direkt irgendwo hin. Nottingham hat irgendwie keine Verteidigungseinheit. Dann fahr doch nach Nottingham. Kein Schinken. Oder so. Fahr sie doch nach kein Schinken. Hier sieht man die Schienen nicht mehr. Nicht mal, weil da so viel Verschmutzung drüber ist. Dahin. Dahin und weg. Was so ein bisschen als Weltwunder fehlt, ist ein Weltwunder, was es ermöglicht, dass ein kontinuierlicher Flow von Kultur in jeder Stadt passiert. Oh.
Pikeman gleich mit disbanden. Dann gibt es hier noch mehr fürs Hospital dazu. Das ist das ein Horseman, ja, der auch gleich mit. Weg damit. Und die Runde ist wieder zu Ende. Longevity ist fertig. Was macht die? Ah ja, okay. Städte wachsen um 2 statt um 1, wenn die kaum Kammern voll sind. Schauen wir mal nach Hamburg. Ist hier schon alles gebaut worden? Da ist tatsächlich schon alles gebaut worden. Naja, dann wieder Mech Infantry. In Leicester ist das Courthouse fertig. Mal gleich die Library angehen. Hier könnte es auch mal einen Arbeiter brauchen, der hier so ein bisschen das eine Feld hier ordentlich macht. Hier gibt es noch viel zu tun. Manufacturing Plant fertig. Dann kann ich ja mal sowas wie Umweltdinge angehen. Habe ich hier schon ein Wasserwerk? Ja, Hydroplant habe ich. War denn das, wo das gerade gewachsen ist? Ah, hier. Okay, in den neu eroberten Städten. Ach nee, Quatsch, hier ist es doch gar nicht. Ich bin schon wieder eingebildet. Dinge eingebildet. Ja, wo war es dann dann? Da ist doch schon alles schick. Hier auch. Und hier ist es doch noch gar nicht so weit. Keine Ahnung. Es müsste doch eigentlich hier irgendwo bei diesen römischen Städten sein, die ich jetzt vor kurzem erobert habe. Rein theoretisch. Naja, irgendwo wird schon gewesen sein. Okay, ja, hier weiter Schienenbau. Ja, mal hier die Städte verbinden. Jetzt ist auch Heidelberg angeschlossen. Eigentlich alle Städte angeschlossen. Ja. Alles verbunden. Da so. Mehr davon. Mehr davon.
Leipzig. Wusel, Wusel. Ja, da ich hier jetzt Civilization fertig gespielt habe, kann ich euch mal darauf aufmerksam machen, dass ich noch ein zweites Let's Play habe. Und zwar ein Let's Play Jagged Alliance 2 mit dem Mod 1.13. Und das erfreut sich auch einigermaßen reger Beliebtheit. Und falls ihr gerne andere Let's Plays von mir sehen möchtet, dann würde das sich anbieten. Ansonsten bin ich jetzt offen für Informationen und Tipps, was ich als nächstes angehen könnte. Müssen allerdings Spiele sein, die ich habe. Das macht es schon wieder ein bisschen schwieriger. Oder freie Spiele, die ich mir irgendwo runterladen kann. Das wäre natürlich auch cool. Er ist angekommen. Dann mal runter mit allen und zurück. Runde beenden. Geht noch die Offshore-Plattform. Jetzt aber Köln. Cambridge, Novgorod, Portsmouth. Ja, waren ja einige Städte mit Unruhen. Cambridge, Portsmouth, dann Cologne und Novgorod. Gut, dass ich das ungefähr im Blick habe, wo sich diese Orte befinden. Ja, dann mal hierhin zum Beispiel. Panzer für alle. Hier noch mehr Panzer, ja. Die zuerst. Hier würde ich doch mal gucken, Leicester oder so. Genau, Leicester. Geh mal hier hin und bau dort eine Bewässerungsanlage für Leicester. Das wäre mal ganz wichtig. So, hier ist grundsätzlich auch schon alles angebunden. Da geht noch was. Wir
Wir bauen weiter Mech Infantry. Mech Infantry. Und Mech Infantry. Huch, wo bin ich denn? Ach, da. Mehr Mech Infantry. Warte, Spenden. Auch nicht, auch recht sinnvoll hier mal diese Orte zu versorgen. Sieht es überall schon ganz gut aus. Hier aber nicht. Disband und Disband. Mehr davon. Okay, hier ist jetzt auch die Schiene angebunden. Wenn wir weiter nach hier gehen. Um mal New Berlin anzubinden. Ja, wie ihr seht, man sieht vor allem das Gehibbel der Arbeiter auf den Feldern, wo keine Schienen existieren. Weil sie sich eben auf Schienen so schnell bewegen, dass man dort die Bewegung nicht sieht. Ja, haben wir hier noch mehr Modern Armor? Haben wir. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich überall schon welche hingeschickt habe. Ich glaube, in diese drei Städte und in Helgoland noch nicht. Jo. Und wieder eine Runde um.
Die Russen haben eine Stadt gebaut. Civil Disorder in Heidelberg und Jena, Düsseldorf, Neu-London. Düsseldorf, Heidelberg, Jena und Neu-London. Irgendwo hier im englischen Gebiet muss das ja sein. Da ist es. Ja, und hier haben sich die Russen gerade hingebaut. Oh, stört mich ja nicht mal. Stört mich erst dann, viel Gebauer. Stört mich erst dann, wenn sich die Stadt vergrößert oder wenn ich die Stadt eingenommen habe. Jo, hier muss man jetzt schon gucken. Geht's natürlich auch weiter. Den werde ich mal wieder disbanden. Den aktiviere ich und oh, schicke ihn zum Beispiel hier rüber. Und auch diese Stadt ist jetzt angebunden. Sofort angekommen. Auch sofort angekommen. Es geht voran, es geht voran. Sind tatsächlich bald alle Städte angebunden. So wie das aussieht hier. Bauen wir natürlich auch eine Mech Infantry weiter.
ist auch die Verbindung da. Mal diese neue Stadt anbinden. Zuppel, zuppel, zuppel. Ja, ich glaube, für dieses Let's Play, soll es das dann auch wieder gewesen sein. Wir haben soweit die Grundlage für den Weltraum gelegt und das Apollo-Programm gebaut. Sonst geht es natürlich wild mit dem Maschinenbau weiter. So dass unsere Worker hoffentlich bald in der Lage sind, auch alle Verschmutzungen auf die Schnelle zu reinigen, die entstehen. Und im nächsten Let's Play werden wir dann vielleicht damit anfangen, die ersten Module für das Raumschiff fertig zu bauen. Dann danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.